Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstiffer natürlich mal wieder. Und ja, unsere Blackies haben leider fast schon erwartungsgemäß gegen Red Bull Salzburg da eine auf den Deckel bekommen. 1:5 am Ende, also schon eine ordentliche Packung. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, die Dosen in überragender Form. Und bei uns geht im Moment halt einfach gar nichts. Weder auf dem Feld, auch abseits. Läuft es ja, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig. Ja, kommen wir einfach mal kurz zum Spiel. Es hat sehr gut begonnen aus Salzburgs Sicht. Die haben eigentlich mit dem ersten richtig gefährlichen Torschuss die Führung erzielt. Ein Freistoß von Szoboszlai aus 25 Metern. Hammer-Tor, unhaltbar für Siebenhandel, würde ich da behaupten. Und eben die frühe Führung schockt natürlich für Sturm. Und leider konnte man sich von dem auch nicht gleich wieder erholen. Im Gegenteil, Salzburg hat gleich nachgelegt. Pass über die linke Seite in den 16er. Und wieder ist es Szoboszlai, der eben den Tick schneller ist als der Gegenspieler, ich glaube Donkor war es, der da verpennt hat. Zuvor muss man auch sagen, war Sturm schon sehr passiv. Es gab in der Situation vorher nämlich einen Einwurf und dann ging es einfach schnell und eben der Ball ins kurze Eck, 2:0. Nach gerade mal 11 Minuten. Also es hat nicht so gut begonnen. Sturm hat es dann aber eigentlich moralisch doch ganz gut hinbekommen, sich wieder zurückzukämpfen. Durch ein Freistoßtor nämlich, ich glaube das war Minute 15 herum, durch Stefan Hierländer. Der Freistoß schon ein bisschen näher als der von Szoboszlai auf der anderen Seite. Hierländer macht ihn aber eigentlich ganz fein. Der Ball springt dann nochmal auf. Bisschen unglücklich sah da der Salzburg-Goalie schon aus im Tor, aber nichtsdestotrotz der Anschluss. Der frühe Anschlusstreffer zum 1:2, da hatte man wieder ein bisschen Mut und Hoffnung gefasst. Die wurde allerdings relativ schnell wieder zerstört, denn wenig später gab es schon den ersten gröberen Aufreger. Nach einem Zweikampf von Jäger und ich glaube Ashimeru war es bei den Dosen, war Ernesto El Maestro so richtig außer sich und warf dem Schiri da doch einiges an den Kopf. Die genauen Worte will ich da gar nicht nachzitieren. Aber ja, der hat sich ziemlich aufgeregt und natürlich, man darf ja nicht vergessen, immer noch Geisterspiel gewesen. Auch wenn doch ein paar Leute im Stadion waren, vereinzelt. Da hat man es noch besser natürlich dann mitbekommen und gehört. Und es wäre natürlich, muss man dazu sagen, eine gelb-rote Karte für die Dosen gewesen. Aber klar, dass El Maestro sich da im Ton vergriffen hat und der Schiedsrichter dementsprechend reagiert. Kann ich schon auch verstehen und im Endeffekt, ja, war das eben dann der Ausschluss, die rote Karte für den Cheftrainer. Wenig später, dann, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, gab es dann auch das 1:3. Also da gab es dann wieder Freistoß für die Dosen. Ich glaube, Szoboszlai hat ihn auch wieder geschossen, der Ball prallt von der Latte ab und Dacker, der eben abstaubt zum 3:1. In der Situation konnte man auch ein bisschen streiten, weil Spendlhofer da im Zweikampf auch so ein bisschen umgerissen wurde. Das Tor hat gezählt und wenig später war wieder auch Spendlhofer im Mittelpunkt, denn der grätscht seinen Gegenspieler um. Man muss sagen, es hat schon ein bisschen heftig auf den ersten Blick ausgesehen, aber wenn man sich das Ganze ansieht, dann trifft er eigentlich den Gegner nur mit dem angezogenen Fuß. Also es wäre eine gelbe Karte, würde ich sagen, vertretbar gewesen, aber Spendlhofer hat direkt rot bekommen und Sturm eben dann schon mit der zweiten roten Karte, also eine für den Trainer und eine für einen Feldspieler im ersten Durchgang. Und die Salzburger, die haben sich da herzlich bedankt und haben in Minute 44 auch noch das 4:1 schon gemacht. Wieder dieser Szoboszlai, der ging mir richtig auf den Wecker. Überragender Kicker, aber er soll doch bitte wechseln. Also der macht eine Zidane-Drehung und haut den Ball dann vom 16er rein ins Eck. Auch der ja sehr stark gemacht und das war eben auch der Pausenstand. Im zweiten Durchgang war die Geschichte dann sowieso nur mehr einseitig. Es spielte nur mehr Salzburg und Sturm war 90, also die restlichen 45 Minuten mit Verteidigen beschäftigt. Die Chancen der Salzburger will ich gar nicht aufzählen, von uns gab es ohnehin keine. Und man hat dann auch noch eine zweite. Zunächst gab es das 1:5, damit wir da chronologisch vorgehen, durch Wang. Der lässt im 16er Aflonitis aussteigen und ja, haut den Ball dann auch ins Eck. Das war dann das 5:1, war auch der Endstand. Am Ende gab es eben für Donkor in Minute 70 herum dann eben auch noch die gelb-rote Karte für ein hartes Einsteigen. Und im Endeffekt war es das dann auch schon. Also man muss sagen, eben die Dosen,
ja, im Großen und Ganzen einfach eine Liga besser. Sturm ist halt einfach im Moment nicht mehr wie Mittelmaß. Man kann ja gegen Salzburg verlieren. Man muss ja auch an der Stelle sagen, man hat sich bemüht. Man hat schon probiert dagegen zu halten. Es ging halt einfach nicht. Also da war Salzburg einfach übermächtig. Auch das muss man eingestehen und eben auch schauen, was man zukünftig verbessern kann. Soll jetzt nicht der Gradmesser sein. Es sind schon andere Clubs gegen die Dosen heuer untergegangen. Aber ja, es passt halt ins Gesamtbild von Sturm. Die dritte Niederlage im dritten Spiel der Meistergruppe und eben auch dieser Ausschluss von Nestor El Maestro. Also ich persönlich glaube, eine große Zukunft wird er jetzt erstmal nicht mehr in Graz haben. Und ja, warten wir eben ab, was dann in Zukunft da weiter passieren wird. Also von dem her, ja, ich bin genauso ratlos wie die meisten anderen. Im Moment ist es halt echt kein Spaß, den Blackies auch zuzusehen. Wie gesagt, das Salzburg-Spiel kann man ein bisschen außen vornehmen, weil die Dosen eben auch wirklich überragend waren. Aber nichtsdestotrotz, im Moment, ja, läuft Sturm den eigenen Ansprüchen meilenweit mal wieder hinterher und... Ja, es gilt eben dann abzuwarten, was die nächsten Partien dann noch mit sich bringen. Nächster Gegner an der Stelle ist ja übrigens Hartberg. Also, bevor wir das Video beenden, schreibt ihr mir gerne, wie immer, in die Kommentare, was ihr zu der gestrigen Partie sagt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Nichtsdestotrotz natürlich, auch wenn es immer wieder wehtut, aber natürlich auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao.